Blätter in ihr rum. Was muss ich lesen, wie da ein Mörder entkommt? Er ist auf freien Fuß, weil es keine Zeugen gibt. Im Zweifel für den Angeklagten, Deutschland ist ein Witz. Bei Drogen macht ihr Stress, so wie auch bei der Musik. Bei Mördern guckt ihr weg, tut als ob es sie nicht gibt. Kinderschänder kriegen, wenn es hochkommt, Therapie. Auf die Staatskasse, doch im Grunde zahlen wir. Die Steuern werden höher, zahlst du nicht, bist du gefickt. Kommt der Steuerfahnder zu, den nimmst du lieber gleich den Strick. Oder es macht Klick, Klick und die Handschein fallen zu. Du kommst Jahre hinter Gitter, Schwerverbrecher, das bist du. Und die Mörder schauen zu, denn sie sind auf freiem Fuß. An sie wirst du niemals kommen, wenn du nach Beweisen suchst. Sind geschützt durch das Gesetz, was uns vor ihnen schützen soll. Freigesprochen von der Anklage und das im Landesvolk. Die Familie zerbricht, wird sich nie wieder erholen. Das Urteil hinzunehmen wurde vom Gericht befohlen. Doch der Sohn sieht sich nach Rache, seine Trauer viel zu groß, dass er ihm vergeben könnte, also macht er sich nachts los. Zu dem Haus von Vaters Mörder und er klingelt an der Tür. Dieser öffnet sie sogleich und kann vor Schock sich gar nicht rühren. Denn ein Messer steckt in ihm, kurz darauf kommt Polizei, nimmt ihn fest, steckt ihn ins Gefängnis, er kommt nie mehr frei. Wache morgens auf, nimm die Zeitung, Blätter in ihr rum. Was muss ich lesen, wie da ein Mörder entkommt? Er ist auf freien Fuß, weil es keine Zeugen gibt. Im Zweifel für den Angeklagten, Deutschland ist ein Witz. Bei Drogen macht ihr Stress, so wie auch bei der Musik. Bei Mördern guckt ihr weg, tut als ob es sie nicht gibt. Kinderschänder kriegen, wenn es hochkommt, Therapie. Auf die Staatskasse, doch im Grunde zahlen wir. Die Steuern werden höher, zahlst du nicht, bist du gefickt. Kommt der Steuerfahnder zu, den nimmst du lieber gleich den Strick. Oder es macht Klick, Klick und die Handschein fallen zu. Du kommst Jahre hinter Gitter, Schwerverbrecher, das bist du. Und die Mörder schauen zu, denn sie sind auf freiem Fuß. An sie wirst du niemals kommen, wenn du nach Beweisen suchst. Sind geschützt durch das Gesetz, was uns vor ihnen schützen soll. Freigesprochen von der Anklage und das im Namen des Volks. Die Familie zerbricht, wird sich nie wieder erholen. Das Urteil hinzunehmen wurde vom Gericht befohlen. Doch der Sohn sieht sich nach Rache, seine Trauer viel zu groß, dass er ihm vergeben könnte, also macht er sich nachts los. Zu dem Haus von Vaters Mörder und er klingelt an der Tür. Dieser öffnet sie sogleich und kann vor Schock sich gar nicht rühren. Denn ein Messer steckt in ihm, kurz darauf kommt Polizei, nimmt ihn fest, steckt ihn ins Gefängnis, er kommt nie mehr frei.